So. Weiter geht's mit Dark Souls 2. Ich möchte diesen Boss schaffen. Ich kann nicht einfach. Das ist nur noch ein einziger Nebenboss. Ich will den schaffen. Ich bin gerade mal Leben. Kann ich das noch tragen? Gerade noch so. Oder? Nee, den Ring müsste ich dann anlegen. Das will ich nicht. Oder? Macht das Sinn? Nichts Negatives dran, diesen Ring da noch anzuziehen. Ich muss vielleicht noch den Spell dann in den Slot packen. Ach. Firestorm. Es klappt jetzt. Wenn nicht, dann habe ich nach 23 Versuchen, muss dann leider aufgeben, weil dann habe ich keine Human Effigies mehr. Vielleicht farme ich sie dann oder nicht. Na, also ich will den Boss aber schaffen. Ach ja, und ich habe so ein paar Vorbereitungen getroffen. Nee, ich habe nämlich einmal mir übelst Schild. Das habe ich auf Dark eingestellt. Also hier mit Influence habe ich halt Dark-Verteidigung auf 100% gesetzt, so dass ich zum Beispiel seinen dummen Kugelgeschoss-Dings, was er da schießt, einfach blocken kann. Und ich habe... Ja, ich habe hier das hier, habe ich mir noch geholt. Ein paar Feuerbomben. Und Dolche, einfach wenn er hochfliegt, dass ich unter ihm stehe und was gegen ihn machen kann. So also halt ein bisschen Schaden. Und ich habe mir die Darkkeeper Gauntlets angezogen, weil sie, ja, eine bessere Verteidigung haben. Und dann hoffe ich mal, dass es jetzt klappt. Und dann muss ich einfach nur blocken, wenn er sein Dings macht, seinen komischen Ballwurf. Und dann, ja, wird das schon, hoffe ich. Wenn nicht, dann fange ich irgendwann an zu weinen. Vor allem, weil ich mir jetzt schon zigtausend Videos zu dem Bossfight angesehen habe, um zu gucken, wie die Leute das machen. Aber die haben irgendwie alle Glück mit ihm. Das ist so fies, weil entweder teilt er sich gar nicht, oder wenn er sich teilt, dann verbuggt eine, oder wenn er sich teilt, sind beide auf dem Fleck, sodass man den Firestorm zappen kann. Und ich hatte diesen Glück nie. Das Glück nie. Oh, sind noch mal gesehen. Cool. Ach. Naja. Da kommt sogar gleich direkt auf mich zu. Also man sieht jetzt, ich kann einfach blocken, nehme keinen Schaden dadurch. Macht er? Ah, das hier kann ich auch einfach blocken. Wo ist er? Das kann ich auch blocken. Das ist auch gut, weil jetzt kann ich...
Das ist das Einzige, was ich nicht blocken kann. First Try, nachdem ich das Schild auf 100% Darkness gesetzt habe. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Cool. Cool, cool, cool. Boss geschafft. Geil, Lasten. So, weiter geht's. Diese Taktik ist unglaublich cool. Young undead, you've discovered the truest dark within you. A deep, deep dark it is. The dark that we must all face. We need the abyss more now than ever. Santo's Chrome. I bequeath these to you. Take them on your pilgrimage. Regenschein. The embrace of the dark is gentle. Let it absorb your sorrows forever. May the dark. Irgendein Dragon-Zeugs bekommen. Dragon-Schirm. Ah, okay. Sun irgendwas Rüstung. Die da. Sun over Coast. Das, was der Pyromant da anhatte. Okay. Nett, nett. Gut. Ausgeschafft. Freue ich mich. Mann, freue ich mich. Bearer of the curse until hope. Ein Level up, das ist doof. Bearer of the curse.
Na? Nein. Reicht nicht aus. Schade. Ja, Glück hast du das. Okay. Oh Mann. Und dann level ich ab und dann. Was bringt es, wenn ich hier rein tue? Ein Punkt, in der Mois, nicht Mois. Dann gebe ich mir ein bisschen mehr Leben weg. Oh Mann, bin ich froh, dass ich den Kampf geschafft habe. Ah, das ist cool. First Try danach, oh Mann, zum Glück. Kann nur ich haben. Ewigkeiten dran verzweifelt, dann First Try geschafft. Gut, Zeit für den Endkampf, oder? Aber vorher würde ich gerne hier noch Upgrades gucken. Twinkling Titanic. Das Sinn, das abzugraden? Im Grunde nicht schon. Hey, was denkst du? I'll be around. So. Ich bin immer noch so ein bisschen überrascht, dass der Kampf so schnell so leicht ist. Dann habe ich jetzt jeden Boss besiegt. Jeden Boss. Außer natürlich den Endboss, aber das mache ich jetzt. Zeit für den Endboss. Und ich bin falsch. Hey, so ein Glück hat doch nur ich haben. Den Boss First Try zu schaffen, nachdem man eine Tagpause hatte. Und dem man so lange dran verzweifelt ist. Und dann reingeht, ohne dass man sich sogar richtig darauf vorbereitet hat, sondern einfach so, naja, man muss sich noch ein bisschen einspielen, was das für. Zeit für den Endboss. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Das ist ja schon mal eine Nebelwand, das heißt schon mal, dass der Boss dort ist. Würde ich mal drauf deuten. Eigentlich könnte ich theoretisch die ganzen Seelen noch zerdrücken. Und da fällt mir noch was ein. Ich habe nicht geguckt, ob der. Naja, der hatte auch keine Waffe gehabt, der Mage. Deswegen kann er nichts draus machen.
Nur, ich könnte diese Seelen alle noch zerdrücken. Macht das Sinn? Ich meine, man kriegt aber durch viele, viele Erfahrungspunkte wahrscheinlich. Ich kann erstmal so versuchen und dann gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie aufleveln möchte. Machen wir es so. Grave undead. You have proven yourself to me. Now, be one with the dawn. Chandra. Oh, sieht aus, als würde sie Dunkelmagie verwenden. Ich werde erstmal gucken, was sie macht. Okay, sie flucht. Cursed ein. Zeit für mein Dark Schild, was mir eben auch schon geholfen hat. Wenn sie die Dark Magie macht, wegen mein Schild blockt es. Der Weg ist nur Ewigkeiten lang, aber hatte ich ja schon mit den Thronverteidiger, Defender und Guardian gehabt. Ich glaube, hießen sie. Bin mir nicht sicher. Ist egal. Oh, meine Seelen sind weg, oder? Nee. Ja, das ist das Problem an diesem Schild, das braucht nicht 100% Schaden.
ist mein Tod, ja. Ist aber gar nicht so schwer. Ist aber nicht gar nicht so schwer. Vor allem, wenn ich so mache, brauche ich gar nicht das Schild, was ich gerade habe mit dem Dark-Verteidigung, weil dann nehme ich lieber wieder das hier, denn das hat 100% physische Verteidigung und das ist besser. Achso, ja. Sorry, Tür. So. Ich glaube, das. Hoffentlich hat sie keine zweite Phase oder sowas. Das wäre fies, wenn sie plötzlich so eine zweite Phase hätte. Oder eine dritte. Moin, Torko. Was ist denn das für ein Stranger Kappa? Kappa mit Farbe. Ist das neue Kappa HD? Das wollte ich nicht. Das war ein Fehler. Gebe ich zu, mein Fehler. Ja, doch, war richtig. Gibt es ein Item gegen Cursed? Sieht nicht so aus. Außer natürlich hier, warte, das hier. Dann tun wir das mal hinzu. Am besten das raus. Warum sollte ich mir die ganzen Emotes holen für Twitch? Torko. Ich finde Emotes schon cool. Muss ich zugeben. Ich mag das. Ich mag das sehr mit den Emotes, aber ich wüsste nicht, warum ich extra dafür nur für die Emotes was bezahlen sollte. Ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, dadurch noch jemanden unterstütze, dann mache ich das gerne. Aber sonst. Okay, Twitch zu unterstützen ist auch was Positives, das stimmt, aber tut mir ja sowieso mit jeder Subscription bei irgendjemandem. Naja. Ja, aber du unterstützt ja Twitch sowieso mit jeder Subscription bei einer anderen Person. Thank you.
hab eine Rolle gemacht. Okay. Ich verstehe schon. Du willst mir sagen, ich soll mich konzentrieren. Ich kann mich irgendwie nicht mehr konzentrieren, nachdem ich den doofen Darklocker im ersten Versuch geschafft habe, nachdem ich gestern so verzweifelt bin. Vielleicht sollte ich auch eher Naschid nehmen. Ich hoffe, es reicht mit dem Krieg. Ich ärgere mich mal ein bisschen, weil ich war so knapp davor, den Boss zu besiegen und dann bin ich gestorben. Voll traurig ein bisschen. Na gut. Oh, ich konnte hier schon längst irgendwie was werfen oder sowas. Komm her, Herr Chandra. Ich komme nicht näher zu dir, Herr Chandra. Das ist aber nicht schwer. Ich bin doof. Weil das heißt eigentlich immer rechts rumlaufen. Und dann. Das war's eigentlich im Grunde. Und halt nicht seine Stamina auslaufen. Aber das mache ich leider. So. Dann tun wir das mal raus. Gehen dann hier hin. Tun wir das rein. Und dann tun wir hier Dolche rein. Ich glaube, die Bomben werfe ich nicht weit genug. So, je nachdem, was sie macht, werfe ich ihr Dolch ins Gesicht. Merkst du, für Dark Lurker die Dolch. Wow! Ich wusste gar nicht, dass wir da auf den Rand kommen. Ich habe mir extra für Dark Lurker ja Dolche gekauft, damit, wenn ich unter ihm bin, während er seinen komischen Laserstrahl macht, ich ihn abwerfen kann. Aber habe ich gar nicht gemacht, weil ich halt die Bomben verwendet. Und deswegen habe ich jetzt genügend Dolche. Und wenn sie da hinten in der Ecke wieder steht, dann werfe ich dir einfach durch ins Gesicht. Sind zwar, keine Ahnung, 50 Schaden oder so, aber immerhin. Also man macht dann halt Schaden und sorgt dafür, dass sie halt irgendwie schneller stirbt. Am coolsten wäre, wenn man sie vergiften könnte, aber ich glaube nicht daran.
Was machst du jetzt? Machst du dein Spell? Du läufst erstmal. Da. 78 Schaden. Unerwartet. Fuck. Warum roll ich weiterhin in die Richtung? Warum roll ich nicht einfach weg von mir? Meine Schuld. Mal wieder. Warum muss der Weg immer so lang sein? Ich habe gerade keine Lust näher zu kommen. Ich habe keine Lust auszuweichen. Guck mal hier hinten her. Was? Er fängt genau vor ihren Füßen an. Okay, muss ich mir merken. Ich dachte, ich wäre da sicher. Ich dachte, es wäre halt wie beim Engel, weil beim Engel ist es ja auch sehr unsicher, unter ihm zu stehen, aber bei ihm muss man ein bisschen leidlich stehen, genau, ein bisschen leidlich stehen.
Ups, war die Taste. Damit dessen Ring der Cursed Schuss geht. Ach, immer diese Menüs. Nö, scheint nicht. Oh, sie steht hier, habe ich nie gesehen. My journey is already complete. My name is Shannalot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire, she covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Ich wusste gar nicht, dass sie da steht. Muss ich irgendwie jedes Mal übersehen. Ich guck gerade wegen Cursed Schutz. Das hier hat 31 Cursed Schutz. Trage ich jetzt etwa das Toten-Dings-Outfit? Yay! Was für ein schönes Set, aber es ist alles cursed. Schuss. Oh Mann, sieht das strange aus, aber ich glaube, das ist halt der beste Schutz dagegen. Wie viel cursed Schutz habe ich jetzt? 76. Dieser geile Hut dabei. Oder Helm. Oh man, das sieht so komisch aus. Oh hey, das ist der Cursed-Schutz. Aber das ist ja mein einziges Problem bei dem Kampf, glaube ich. Also, sobald ich Cursed bin, verliert man ja auch Leben. Man muss sich damit nur drauf achten und dann rausgehen und währenddessen auf sie achten und da. Hier, kriegt euch ab. 78 Schaden. 78 Schaden. Ich habe auf meine Stamina nicht geachtet. Bin selber schuld dran. So doof, warum kann ich mich nicht mehr konzentrieren? Ach ja, wegen dem Helm. Ich weiß es warum.
man hat gesehen, dass der Cursed Shots echt viel bringt, weil als ich geblockt habe und ihr Schild hat davor irgendwie richtig viel Dings Schaden gemacht. Vielleicht hätte ich ja auch einen erhöhten Cursed Shots auf 87. Aber halt lässt 67, oder nee, nicht 67, sondern 32,3 Schaden durch, wenn ich getroffen werde von ihrem Block. Das ist ein bisschen doof. Und so macht das, so blockt das. Naja, 24,5. Also 25% und dann noch die von der Rüstung dazu. Am coolsten wäre es halt, wenn ich wirklich nicht mal das bräuchte, diesen Schutz. Weil ich halt einfach immer jedes Mal ihre Angriffe ausweiche, aber ich bin voll schlecht drin irgendwie, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Weil ihre Angriffe sind im Grunde total einfach auszuweichen, nur ich bin irgendwie total unfähig, um auszuweichen. Vielleicht hab ich keine Dolche mehr. Warum mache ich keine Rolle nach hinten? Warum versuche ich das auszuweichen? Obwohl ich weiß, dass sie es immer weitermacht. Verdammt, yes. Jetzt hört auf einer Chandra. Der Himmel ist noch da. Ja.
fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. Dark Souls 2 durch. Ah. Cool. Ah, ich bin irgendwie gerade echt ein bisschen erleichtert und froh. Ich habe alle Bosse in dem Spieldurchlauf geschafft. Darüber bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Weil ich hatte mir das halt vorgenommen und nachdem ich sehr viel Recherchen für den Dark Lurker gemacht habe, habe ich eine super einfache Taktik gefunden mit dem Bibelschild. Und ja, dadurch war der Kampf gegen ihn super leicht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich den Kampf dann auch endlich geschafft habe und das Spiel jetzt heute durchgespielt habe. Im Grunde fand ich nichts, also fand ich keinen Boss besonders schwer. Außer natürlich der Dark Lurker, aber es ist halt einfach ein fieser Boss, den man als Miele Spieler nicht richtig irgendwie kaputt bekommt. Ja, ich schaue mir auf jeden Fall gleich noch New Game Plus an. Aber ich will die Credits halt noch durchlaufen lassen und sehen, wie viele Tode ich hatte. Und danach, nach Dark Souls 2, irgendwann, ich weiß noch nicht, wann ich das mache, geht noch Dark Souls 1 weiter, zusammen mit Mattis wahrscheinlich, vielleicht, weiß ich ja nicht, ob er wieder Lust hat, dann wieder mit dabei zu sein beim Skypen. Dann werde ich das auch noch durchspielen und dann irgendwann werde ich dann noch Demon's Souls im Stream weiterspielen. Ich habe da zwar schon ein bisschen reingespielt, da schon 3 Bosse besiegt, glaube ich. Kann ich dann auch streamen. Einfach nur. Warum nicht? Moin, Keinstein. Thank you.
einer der Schildgewinner, der da gerade aufgelistet war, ich weiß ja nicht wer, hat das Rebels-Schild gemacht. Das Logo drauf. Mönch Mjana. Kommst genau richtig, ja. Du hast verpasst, wie ich den Dark Lurker im First Try heute gelegt habe. Oh Mann, wie ich gestern verzweifelt bin an den und heute mir gesagt habe, okay gut, so willst du ihn schaffen, du machst es auch. Und dann First Try. Oh Mann. Und er war so leicht dann auch noch. Das war so doof. Und er hat sich nicht verbuggt. Also das muss man auch sagen, weil ich habe ein paar Videos zum Dark Lurker gesehen, wie er sich verbuggt hat bei den Leuten. Dass er einfach nicht bewegt hat und dann konnte man ihn halt einfach besiegen. Dann hatte ich nicht. So, jetzt sehe ich gleich, ob der Countdown akkurat ist. Nee, nicht mit Firestorm-Taktik, mit Rebels Schild auf 100% Dunkelmagie-Taktik. Einfach nur den Feuerbällen ausweichen. Ja. Was? Wird da nicht gesagt, wie viele Tote man hatte? So, erstmal die richtige Rüstung wieder anzieht. Wie hässlich das hier ist. So. Bearer of the curse. I will always be at your side. Until hope has fully withered. Bin verwirrt. Ich dachte am Anfang, am Ende gibt es noch so einen Counter, wie viele Tote man hatte. Oder sowas. Drei Punkte muss ich da reinsetzen. Wenn sich das nun. Jetzt kann ich da oben New Game Plus machen, oder? Bei dem Stein dort. Ich dachte, jetzt passiert noch irgendwas Besonderes oder so, aber nö. Und einfach so. Kein Countdown oder sowas. Life is a journey. May you find. Das ist ein bisschen komisch, ich hatte anders erwartet. Ah. Ja, das mache ich gleich mit Begin Journey to Dragon Lake. Seltsam. Ja, okay. Bearer and
Mach ich.